Hallo meine Lieben, hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video von mir und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und eins meiner Videos schauen möchtet. Ja, heute möchte ich euch ein fertiges Bild zeigen und zwar von Karat Art, was man personalisieren lassen kann. Also ich weiß nicht, vor ein paar Monaten hat Karat Art das gepostet, dass man jetzt dort Bilder personalisieren lassen kann. Und ja, ich habe ein Bild erstellt mit AI, also mit künstlicher Intelligenz, für meine Tierärztin. Und ja, wir sind sehr gut befreundet miteinander und kennen sie auch schon sehr lange und wir sind wirklich durch schwierige Zeiten quasi zusammen schon durchgegangen. Und ja, ich möchte einfach ihr quasi was zurückgeben und ich hoffe, sie freut sich darüber. Und zwar möchte ich euch auch gleich die Qualität zeigen von Karat Art, wenn man sich das personalisieren lässt. Genau, und zwar ist es dieses schöne Bild hier. Es kann sein, dass da ein paar Katzenhaare drauf sind. Meine Katze hat fleißig mitgepaintet quasi. Ja, also, das Bild ist 40x60 cm und ja, ist wie gesagt von Karat Art. Hier steht auch Your Design Karat Art. Ja, also, Folgendes. Ich habe so positive Sachen als auch negative Sachen, die mir so aufgefallen sind. Also die Steine liegen 1A. Also da kann man echt nichts sagen. Ich finde allerdings die ABs sind ja sehr random gesetzt, also zum Beispiel hier der Hund, der hat im Gesicht ein paar ABs, also hier zum Beispiel und ja, also nicht, das sagen wir mal so, das rendert halt kein Mensch, sondern das macht einfach ein Programm. Und ja, hier zum Beispiel ist auch an dem Kittel da einfach ein AB, einfach so. Hier ist eigentlich ganz schön bei der Blume. Ja, also es ist halt mit dem Computer gemacht worden. Ich finde es schön, dass da ABs mit bei sind, aber hätte jetzt ehrlich gesagt auch nicht sein müssen. Ja, also wie gesagt, zur Qualität. Die Steine sind echt toll. Liegen echt super gut. Und auch, ich finde auch das Gesicht sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, es sieht halt nicht so perfekt aus wie die Künstlerbilder von Karat Art zum Beispiel. Aber ich finde, ja, Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich ist eigentlich gut. Ja, wie gesagt, also negativ ist es mit den ABs. Dann, was ich noch nicht gut finde oder was ich schade finde, ist, dass die Legende fehlt. Also eine Sticker-Legende ist hier nicht mit bei, auch keine Papierlegende. Ich musste hier die Legende abschneiden, damit ich die auf die Döschen kleben kann. Hier habe ich die aufgeklebt und genau, wir haben 45 Farben. Und ja, recht bunt, wie man sehen kann. Und ich habe auch echt noch viel übrig. Zum Beispiel hier von der Hintergrundfarbe. Guck mal, da ist noch richtig viel übrig. Und ich hatte davon, ja, 4 Dosen. Dann hier die 3 noch dazu. Und ja, ansonsten, ich habe einfach echt noch viele Steine übrig. Ja, AB ist jetzt nicht ganz so viel. Aber, ja, also es reicht. Es wurde genug mitgeliefert.
Da braucht man sich keine Sorgen machen, dass das irgendwie nicht reicht. Und ich glaube, Karat-Art würde auch Steine zuschicken. Aber ich bin jetzt unsicher, ob diese Garantie sozusagen auch bei einem personalisierten Bild erfolgt. Ja. Also ich finde, es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich blende euch das Bild gleich einmal nochmal komplett ein, wie es aussieht. Ja, also auf jeden Fall ploppt auch nichts. Also ich kann hier einfach drüber fassen und ja, nichts ploppt. Und ich würde sagen, wir werden das gleich einrahmen. Was ich auch noch nicht so gut finde, sind die berühmten rote Pixel. Die sind hier in dem Hund zum Beispiel sehr vertreten. Also ich finde jetzt bei diesem Motiv macht das jetzt nichts, weil das generell so rötlich ist, der Ton. Also die Blumen finde ich auch sehr schön. Also ich finde es eigentlich ganz gut. Also ich würde es weiterempfehlen. Die Lieferzeit, ja, hat glaube ich 4 Wochen gedauert oder 5. Ja, das muss ja erst produziert werden. Und es kommt auch mit einer China-Shop. Tüte an, also sie kommt direkt aus China geliefert, mit so einer grauen Tüte, wie man sie so kennt. Ja, also ich bin eigentlich echt sehr zufrieden und ich würde sagen, ich schnapp mir jetzt meine Schere und wir werden das Ganze einmal abschneiden, den Rand abschneiden. Was ich nochmal sagen wollte, Karat-Art hat bei einem Bild, was ich mir mal personalisieren lassen wollte, ganz am Anfang haben sie gefragt, ob das mein Bild ist, also ob ich die Lizenz dafür habe. Und ja, also ich denke mal, dass die halt keine geklauten Bilder oder sowas personalisieren werden. Genau, also man muss schon entweder die Lizenz haben oder halt ein eigenes Bild einschicken quasi. So, das Bild ist ausgeschnitten und ich finde, es kommt noch mal richtig gut rüber, voll anders irgendwie. Richtig schön. Die Legende werde ich mir aufbewahren für mein Journal. Da wollte ich gleich auch mit euch noch was reinschreiben. Habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Ehrlich gesagt. Ja, und dadurch, dass auch keine Legende dabei ist, also keine Fotolegende, Papierlegende, ist natürlich auch kein Bild dabei. Ich habe jetzt das Bild, was hier, das kleine Vorschaubild, was quasi gezeigt, was über den Steinchen, also über dieser Legende, das Bild habe ich ausgeschnitten. So, hier ist das Bild. Das werden wir gleich in das Journal kleben. Aber vorher werde ich euch einmal den Bilderrahmen zeigen. Und zwar, ja, 40x60, so wie das Bild. Genau, da wollte ich auch noch mal kurz messen. Ja, 40x60, genau. Also es ist true to size, wie man so schön sagt. Meine Katze legt sich gerade auf dieses
auf diese Folie mit diesen Löchern, mit diesen Luftpolster, die man so ausdrücken kann. Da legt sie sich gerade drauf. Ja, hier sind ab und zu so ein paar Krümel oder irgendwas drin. Ja, wie gesagt, und ein paar Haare werden damit bei sein. Meine Katze hat fleißig mitgepaintet. So. So, das Bild werde ich jetzt hier reinmachen. Achso, ich werde meine. Ich versiegel meine Bilder übrigens nicht. Da werden jetzt bestimmt einige aufschreien, aber nee, ich mach das einfach nicht. Ich hatte bisher auch noch keine irgendwie Probleme deswegen. Ja, aber ich denke, die meisten werden es versiegeln, aber ja, ich mach's einfach nicht. Und das Ganze ist schon eingerahmt. Boah, echt sehr schön. Es kommt richtig gut raus. Guckt es euch an. Ich bin echt zufrieden. Es kommt richtig gut raus. Ich hoffe ja, dass sie das an ihre Praxis hängt, aber natürlich kann sie es auch zu Hause aufhängen. Oder wenn sie es überhaupt aufhängen will. Vielleicht gefällt es ihr ja gar nicht, kann ja auch sein. Aber wäre natürlich schön, wenn das ja in der Praxis aufgehangen wird. Das wäre richtig cool. So, meine Lieben, jetzt werden wir das Ganze noch ins Journal kleben, eintragen. Habe ich jetzt eigentlich schon. Ah ja, und ich habe jetzt eine neue Idee, und zwar alle Farben jemals, also alle Farben aus einem Kit möchte ich hiermit einkleben. Das werden wir jetzt gleich einmal machen. Das werde ich ohne euch machen, weil das dauert sehr lange. Na, wo ist jetzt mein Stift? Hier, natürlich von Craft and Wedding, genauso wie das Journal. Genau, ich werde auf jeden Fall einmal reinschreiben, dass es Nummer 7 ist. Name, ja. Tierärztin, Bild. Künstler gibt es nicht. Achso, ja, gut. Ich kann auch schreiben, meine AI-Kunst. Händler. Karatart. Ja. Gekauft, weiß ich jetzt nicht. Geliefert, weiß ich auch nicht. Leinwandgröße. Paintingfläche 40x60. Leinwandgröße weiß ich jetzt auch nicht. Farbanzahl 45. Sondersteine ABs. Wir haben Flüssigkleber und Harzsteine, eckige Steine. Ja, ich weiß auch gar nicht. Ich habe mir eigentlich mal extra einen Stift mir geholt, wo ich dann hier diese Sterne ausfüllen kann. Aber fragt mich nicht, wo der Stift ist. Ja, also ich fand auf jeden Fall alles gut. Ich würde überall 5 Sterne geben. Dann haben wir Vollbild, ja, Konfetti würde ich sagen. Anzahl der Steinchen, ja, das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Man müsste jetzt wissen, wie viele Steine auf einen Zentimeter sind. Kann ich ja einmal kurz gucken. Also, auf
einem Zentimeter sind knappe 4 Steine, also etwas weniger als 4 Steine. Ja, dann wäre das ja 4 mal 40. Ich bin nicht so gut im Rechnen, deswegen kommt jetzt mein Rechner, mein Taschenrechner zum Einsatz. 4 Steine auf einem Quadrat, auf einen Zentimeter. Also, und das ist 40 Zentimeter lang, also 4 mal 40 sind 160. Und dann nochmal 4 mal 60 sind 240. Dann also 240 mal 160. Ja, gut. Das sind 38.400 Steine. 38.400 Steine. Circa. Beendet. 16. Juni. Ja, Stunden und so, leider habe ich das alles nicht. Ich schreibe nochmal Geschenken. Ich habe leider nicht, ich weiß jetzt nicht, wann ich das angefangen habe. So, dann kleben wir mal einmal das Bild auf. Ich klebe das jetzt einfach mit Tesafilm fest. Das ist jetzt am einfachsten. Ja, jetzt kommt noch einmal, ich werde jetzt jeweils einen Stein rausholen. Ich weiß gar nicht, soll ich euch da jetzt mitnehmen? Ich weiß das gar nicht. Ich würde sagen, ich mache das einmal kurz und melde mich dann gleich bei euch. Bis gleich. So, ich habe jetzt die ganzen Steine hier reingefüllt in diesen Beutel. Das sind 45 Farben. Sieht gar nicht so viel aus, aber ist es. Ja. Und das kleben wir jetzt oder tackern wir jetzt hier in mein Journal. Zack. Und ja, schon ist es drin. Das ist mein 7. Bild, was ich dieses Jahr fertig gepaintet habe. Ja. Ist für mich viel, weil ich ja viele laufende Projekte habe. Gleichzeitig verlaufende Projekte. Und deswegen dauert es immer ein bisschen, bis mal ein Bild fertig wird. Ja, dazu habe ich jetzt aber auch noch eine Idee, also ein neues Video, eine Videoreihe. Und die werde ich auch unter dem i verlinken hier, wenn die dann schon online ist. Ich denke schon. Genau, und zwar mache ich eine Art Lose, also ich ziehe quasi meine Bilder. Ich habe so einen Beutel mit so Zahlen drin. Und ich habe alle meine aktuellen Bilder gezählt und euch auch in dem Video gezeigt. Also wenn ihr Interesse habt an meinen angefangenen Bildern und wie viele es sind, dann könnt ihr gerne in dem Video vorbeischauen. Würde mich sehr freuen. Und genau. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass ihr jetzt kennengelernt habt, dass man bei CaratArt auch personalisieren lassen kann. Ich weiß nicht, ob das
ob sich das so rumgesprochen hat quasi. Ja, ich werde den Link unten in die Infobox setzen zum Personalisieren des Bildes bei Karatart. Und ja, lasst gerne Liebe da. Sagt mal, ob ihr auch schon Erfahrung habt mit Karatart bezüglich Personalisieren. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, habt euch lieb und sage damit Bye-bye.